Servus zusammen und recht herzlich willkommen wieder mal hier auf der Galgenberg. Ja, ihr seht es, wir sind beim Glas, wir sind beim Kollegen Thorion 1914, der für uns hier jetzt die Silage in die BGA schaufelt. Ja, ihr seid also rechtzeitig jetzt gekommen, es ist soweit, wir werden jetzt hier richtig Geld machen. Und zwar nicht nur mit der Silage, sondern auch mit Apfeltreste. Denn da habe ich jetzt auch mal eine große, große Fuhre weggebracht und da werden wir noch viel, viel, denke ich, Spaß mit haben. Denn das bringt richtig Geld hier in den Geldsäckel. So, also wie gesagt, die Bunker sind jetzt soweit ready. Wir fangen hier mal an zu schaufeln und wir haben gesagt, diesmal wird geschaufelt. Und ich glaube, irgendwo da hinten ist die Fräse. Da hinten seht ihr an dem Häuschen am Schuppen die Fräse und ich habe mir gedacht, nee, heute, jetzt werden wir mal nicht fräsen, sondern wir werden hier mal ein bisschen klassisch schaufeln und ein bisschen unser Geld wirklich richtig verdienen. So, ja, ich gebe zu, man muss es hier nicht direkt reinwerfen, sondern nur so ungefähr, aber wir tun ein kleines bisschen jetzt wirklich was hier arbeiten. Und der Silo ist, oder das Silo ist natürlich direkt hier in der Nähe. Da haben wir dann keine so großen langen Wege. Natürlich wird es dann spannender, wenn wir dann am Silo sind. Am Kuhstall. So, wie viel Material haben wir denn generell drin? Oh, 243.000 Liter. So, das heißt, durch 8 haben wir hier jede Menge Fuhren. Und wenn die BGA voll ist, dann werden wir in der Zwischenzeit ein bisschen ein klassisches Yogi-Micromanagement machen. Wir müssen auf jeden Fall Mist holen vom anderen Stall. Wir müssen Milch holen vom anderen Stall. Wir müssen Milch von diesem Stall zu unserer Käserei bringen. Und ich denke, wir werden auch ein bisschen unsere Tiere füttern müssen. Yep, also die Produktion, die Schweinefutterproduktion und natürlich auch die Mischrationproduktion, die läuft. Die ist am Start. Und somit haben wir genügend Material, auf jeden Fall für unsere Tiere. So, irgendwann wird er doch hoffentlich sagen, dass das Ding voll ist. Was passt da rein? 75.000, glaube ich, in die BGA. So, ich muss immer ein bisschen vorsichtig sein, wenn es nach hinten geht. Ich sehe das nicht ganz so gut im Spiegel. Und das Ding ist schon wieder voll, 8000 Liter. Und ich glaube, es war eine gute Entscheidung, dass wir hier eine Nummer größer genommen haben. Den Glas, den Radlager, Lader, jetzt habe ich es langsam, den Radlader, dass wir den eine Nummer größer genommen haben. Denn ihr seht ja, wie der kippelt, macht und tut. Und ich denke, der hätte hier dann doch mit dieser großen, großen Schaufel mit den 8000 Litern doch ganz schön zu kämpfen. So, ja, ich denke, der eine oder andere wird sich freuen, dass wir hier weiterhin auf der Galgenberg unterwegs sind, was wir ja im Livestream begonnen haben, jetzt aber geschwenkt sind auf die Alteiche. Aber natürlich geht es hier weiter auf der Galgenberg, ist doch klar. Wir haben hier sehr viel Herzblut reingesteckt, wir haben hier sehr viel Zeit investiert und vor allen Dingen auch sehr viel virtuelles Geld, um uns hier dann doch entsprechend alles einzurichten. Und da müssen wir natürlich weitermachen. Ah, jetzt sieht man so langsam, wie hier der Bunker voll wird. Weil den machen wir jetzt voll. Und dann gehen wir natürlich an die anderen Arbeiten, die anstehen. So, ja, das Thema hier wird uns noch lange, lange beschäftigen. Da haben wir noch schon viel, viel geplant, auch für die Zukunft. Ja, einen Teil haben wir natürlich hier in unseren Bunkern, in den na, wie heißen die Dinger jetzt wieder? Kopfbunker? Nee. Heidena, jetzt fällt mir da aber auch das Wort nicht ein. Also auf jeden Fall haben wir die hier in den Silos. Nicht in den Durchfahrsilos, sondern in den Keilsilos. So. Und wir haben aber auch noch ein Fermentersilo am Start, oben an unserem Zweithof, am Dorfhof. Und da ist ja auch jede Menge Material drin. Da haben wir auch Häckselgut eingefüllt und haben das bearbeitet. Und das werden wir natürlich dann auch bei Gelegenheit hier mal runterbringen und einwerfen. Und dann haben wir natürlich auch noch Ballen. Jede Menge Ballen. So, jetzt sind wir voll, glaube ich. Oder? Nee, immer noch nicht.
Und auch die müssen verräumt und verarbeitet werden. Auf jeden Fall. Also jetzt haben wir hier die nächsten 2-3 Monate mit Sicherheit gut zu tun. Und vor allen Dingen werden wir uns kaum vor Geld retten können. So, also wenn der Bunker hier schon 250.000 Liter drin hatte fast. Und der andere, glaube ich, ist jetzt auch nicht viel weniger. Dann kommt ja richtig was zusammen. Okay, er nimmt immer noch. Er nimmt immer noch. So. Ja, das Kleinkram, den werden wir dann später noch zusammensuchen. Darf ruhig hier ein bisschen noch was links und rechts liegen bleiben. Also ich tue mich ja, wie gesagt, mit diesem Gelenk, mit diesen, ja, Gelenklenkung, wie man das Ding nennt, doch ein bisschen schwer. Jetzt ist er voll, okay. Dann können wir den hier stehen lassen. Sehr schön. Dann schauen wir mal kurz rein. Ja, voll und schon wieder 25.000 an Ladung drin. 11.000 Methan, da haben wir gesagt, behalten. Warum haben wir das gesagt? Weil wir das, glaube ich, hier brauchen, oder? Elektrische Ladung, nee, das brauchen wir eigentlich gar nicht. Eigentlich könnten wir das auch schon verkaufen. Gibt es da auch einen speziellen Monat für Methan? Methan, 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 nicht Milch. So, wo haben wir denn Methan? Oder ist das hier gar nicht aufgeführt? Flüssigdünger, Oliven. Kann das sein, dass es überhaupt gar nicht aufgeführt ist? Genauso wie auch im Prinzip Strom? Ja, dann denke ich, wird es gerade egal sein. Dann können wir, glaube ich, hier auf jeden Fall einstellen. Dann soll er das hier jetzt auch erstmal direkt verkaufen. Denn wir haben keine Fahrzeuge, die Methan brauchen. Wir hatten mal ganz am Anfang den... wie heißt der jetzt nochmal? Augenblick. Den Kramer hatten wir mal spaßeshalber mit elektrisch. Ja, das stimmt, nicht mit Bio, sondern elektrisch. Ja, war jetzt keine ganz so prickelnde Geschichte. So, wir schauen nochmal hier rein. Ach stimmt, da haben wir, da war nichts. Sehr schön. Also, die Maschinerie läuft. Dann gehen wir jetzt mal, ups. Dann gehen wir jetzt mal rüber, werden noch ein bisschen Apfeltreste hier verkaufen. Denn ich glaube hier, der Warrior steht schon bereit mit dem... Brandner. Genau, der ist voll. 34.000. Dann bringen wir den mal zum Verkauf. Weil ich glaube, wir müssten doch hier noch gute Preise haben, oder? Nicht nur gute Preise, sondern auch gute Besserungen. Bin ich schon wieder durch? Hier, Apfel, Apfeldreste. Ja, ist noch blau. Haben wir noch Spezialpreis. Also ab die Post. Das nehmen wir mit. Ich glaube, die letzte Fuhre hat fast 70.000 gebracht. Also, ich sag's mal so, für ein Abfallprodukt nicht schlecht. Wir spielen aber ansonsten ja hier jetzt auf schwer. Das heißt, das ist wirklich auch der niedrigste Preis. Und trotzdem kriegt man hier für das Material noch so und so viel. Also, ob das jetzt alles so mit rechten Dingen zugeht, ich weiß es nicht. Aber wir nehmen mit, was geht. So, da ist soweit frei. Da müssen wir zum Glück auch nicht allzu weit fahren. Da müssen wir auch nicht so weit fahren. Da geht es hier schon rechts rein. So, aber da müssen wir auf jeden Fall mal kurz rückwärts. Zacki, zacki. Aber die Verkaufsstelle lässt sich auf jeden Fall gut anfahren. So, da müssen wir, glaube ich, bis ganz ran. Ah, will er noch nicht. Okay. Da ist ein kleiner Vorsprung, Mauervorsprung. So, jetzt müsste es aber passen. Komm. Ja, was ist denn jetzt los? Warum will er denn das jetzt nicht machen? Jetzt haben wir es getroffen. Ja gut, die Trigger könnten ab und zu ein kleines bisschen größer sein. Ein kleines bisschen größer. So, da oben, da kommt ja schon wieder Geld rein. Ja, das wird richtig gut, das wird richtig gut. Da haben wir dann im nächsten Jahr wieder richtig zu tun.
zu investieren. Also ihr seht es, 69.000 plus die 7,5 Umweltbonus. Also das ist schon ordentliches Geld für dieses Material, für die Apfeltreste. So, aber den Rest brauchen wir jetzt, glaube ich, mehr können wir jetzt nicht verkaufen. Müssen wir mal abwarten, weil den Rest brauchen wir ja für unsere Schweinefutterproduktion. Okay. Aber wir können uns dann schon mal langsam vorbereiten auf den Verkauf von Feldfrüchten. Da haben wir ein bisschen was. So, eigentlich könnten wir hier auch schon mal spaßeshalber abdecken, oder? Ah, da sind wir noch gar nicht so weit. Okay, das passt. Das passt soweit. So. Auf der anderen Seite fällt mir jetzt gerade ein. Ja gut, aber das lohnt sich noch nicht. Das lohnt sich noch nicht. Ihr wisst ja, die berühmte Leerfahrt. So, wir schauen mal ganz kurz rein, was es jetzt Gutes zu verkaufen gäbe. Wir haben gesagt, wir wollen Kartoffeln verkaufen. Kartoffeln haben im Januar 376. Knöpfle haben wir 376. Eigentlich könnten wir da eine Portion Kartoffeln verkaufen. Oder in die BGA. Das wollten wir uns ja noch überlegen. Aber Sojabohnen, ach, die sind stimmt, die sind erst im nächsten Monat. Weizen geht noch nach oben. 694, 724. Pferdezucht, Futterankauf, 722. Ja, aber das müsste es auch sein, ne? Im Dezember. Ich meine, der Preis geht noch ein bisschen hoch, aber ich denke, das passt so. Ganz kurz hier nochmal zur Erklärung. Also, wie gesagt, wir spielen mittlerweile. So, wo haben wir es denn? Nee, wir spielen ja noch in normal, Schwierigkeitsgrad normal. Ach stimmt, ja, Neumini Brunnen, dort spielen wir mittlerweile schwer. Und hier wollten wir dann praktisch ab Januar dann in schwer übergehen. Richtig, so war das, genau. Denn hier haben wir ja als Farmer, als neuer Farmer begonnen und das war natürlich leicht. So wie auf der Alteiche, wir natürlich hier Schwierigkeitsgrad Wirtschaft leicht. Und wir hatten ja eben auf Neumini Brunnen diese Wahnsinnsgeschichte mit der Forstwirtschaft, wo wir so viel Geld gemacht haben. Und deswegen sind wir dort gleich auf schwer gegangen. Hier werden wir dann im Januar ebenfalls dann auf schwer gehen. Da wird man dann nicht mehr ganz so viel machen. Aber deswegen heißt es, wir werden jetzt hier noch mal ein bisschen im Dezember verkaufen. Ja, gut, dass wir nochmal nachgesehen haben. Wenn man halt viele Projekte am Start hat, mittlerweile 4 Stück. Denn wir haben ja noch die Butchern. So, Befüllung starten. Stopp mal. Wir wollen natürlich sagen, mit was? Augenblick. Gerste, Weizen. Und dann wollten wir zum Pferdehof, gell? Ich glaube, zum Pferdehof wollten wir. So, Weizen, Pferdezucht, Futterankauf. Natürlich wäre der Kindergarten auch eine Option, aber ich finde es jetzt ein bisschen witziger, wenn wir zum Pferdehof fahren. Wobei, wir müssen mal schauen, wo das überhaupt ist. Die Pferdezucht als solches weiß ich, dass die da oben rechts ist. Aber ich bin mir da nicht ganz sicher, wo wir dann das Material hinbringen und wie wir da am geschicktesten hinkommen. Weil ich habe die Befürchtung, da müssen wir dann auch irgendwie wieder mal den Berg hochkommen. Aber wir sind großzügig und bringen denen jetzt schon mal ordentlich Futter für die lieben Tierchen. So, wir könnten natürlich auch die Ballen und die Silage verkaufen gehen an der, hier rechts, hier Landhandel oder was es ist, Agrarhandel. Aber ich finde es spannender, wenn wir es natürlich in die BGA werfen, weil dann kriegen wir auch nochmal Gärreste. Das ist natürlich jetzt auch nicht verkehrt, da haben wir ein bisschen was zum Düngen, wobei Gärreste haben wir jede Menge. Aber die können wir auch noch verkaufen, auch wenn es nicht allzu viel dafür gibt. Ich glaube, so um die 30 oder irgendwas für 1000 Liter. Aber wie gesagt, Kleinvieh macht auch Mist. So, hier rechts würden wir zum Kindergarten hochkommen. Wobei ich da sagen muss auch, das ist ein bisschen komischer Abladepunkt. Deswegen fahren wir jetzt mal spaßeshalber zum Pferdehandel. So, mit ein bisschen Schmackes. Ich gehe davon aus, dann müssen wir hier rechts.
Mal hier die Karte einblenden. So, müssen wir hier rechts, links. Ja, da passt es soweit. Und hier kämpft er wieder, der Deutz. Er kämpft. Oh, da hat er auch schon 41 Stunden drauf. Ja, da müssen wir uns auch mal Gedanken machen. Ich denke dann auch im März, wenn es in die neue Saison geht, da werden wir uns dann ein bisschen den Fuhrpark zurechtbasteln. Und da werden wir dann mit Sicherheit auch die ein oder andere Maschine uns neu zulegen und die ein oder andere abstoßen. Weil mit Sicherheit haben wir ja auch das ein oder andere Gerät gebraucht, gekauft. Jo, ich denke, hier geht's jetzt rein. Sehr schön, wunderbar. Dann haben wir nämlich hier auch wieder einen Pferdehof. Sehr schön. Jetzt müssen wir mal gucken, wie das hier funktioniert. Wo müssen wir denn das einwerfen? Hier? Sieht so aus. Das sieht so aus, als würde es da hinkommen. Bingo, das passt. So, kurzes Thumbnail. Und das Ganze bringt schon wieder 24 plus 2, also 26, 27.000. Wunderbar, wunderbar. Haben wir eigentlich einen Kredit? Haben wir eigentlich einen Kredit? Nein, das sind alles Barreserven, wie man so schön sagt. Okay, und dann hätten wir den Teil auch mal abgefrühstückt. Ich glaube, hier können wir runter. Oh, 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 da geht's aber zackig hier. Immer schön auf der Bremse bleiben. Nicht, dass wir dann im Nachbarsgarten landen. Garten! Heidenei, was ist denn jetzt auch wieder los? Okay, und jetzt sind wir wieder bei dem Thema mit der Leerfahrt. Das heißt, wir fahren jetzt hier mal kurz an unserem anderen Hof vorbei und nehmen mal die Miste mit. Wird nicht viel sein, aber ich wiederhole mich gerne. Ihr wisst, was jetzt kommt. So, 1800. Ja, das ist nun wirklich nicht viel. Aber wir haben auch nicht viele Kühe hier im Stall, soviel ich weiß. Und jetzt Silage mitzunehmen, ist, glaube ich, jetzt auch nicht unbedingt notwendig. Machen wir erstmal die Bunker leer und das Fermentersilo, das läuft uns ja nicht weg, das Material da drin. Da ist auch jede Menge Häckselgut drin, was ja noch fermentiert wird. Also da sind, glaube ich, dann auch über 400.000. Ich weiß wirklich nicht, ob wir das überhaupt alles wegkriegen. So. An der Stelle fahren wir jetzt so. Ah, da steht unser Manitou, der auch schon die ersten Ballen mal weggebracht hat. Ja, es ist und bleibt im LS, ist einfach Silage, so der Geldbringer schlechthin. Ich glaube, davon hatte es auch der Sens letztens, hat er auch gesagt, dass das natürlich hier richtig das Kohle bringt. Oder die Yogi, ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Übrigens, falls der eine oder andere unsere kleine Alteiche-Bio-Folge gesehen hat, letztens hatte der Sens hier auf der Ellerbach dasselbe Thema, Striegel, Hacke oder eben Spritze. Und ich glaube, der hat so dieselbe Empfindung, dass das mit dem Striegel und der Hacke halt doch ein bisschen Arbeit ist und nicht ganz so einfach vom Sehen her, wo und wie sich das Unkraut, und auch er geht eher dann auf das Thema wieder Spritze, denke ich mal. Also, ihr seht, das ist alles übergreifend. Nicht nur wir hier haben in den Projekten all solche Fragestellungen, sondern auch die Kollegen auf den anderen Kanälen. Jo, so, wie weit sind wir? Ja, es wird sich nichts geändert haben. Es ist immer noch bei 96. Es ist immer noch bei 96. Aber hier werden wir bestimmt jetzt wieder ein bisschen was einwerfen können. Genau, Silage. Okay, sehr schön.
da werden wir nochmal ein bisschen was einwerfen. Ups. Upsi. Ja, das wäre jetzt natürlich interessant, hätte man jetzt so ein Schadensmodell. Ob jetzt dann hier das Ding kaputt wäre. So. Ja, wir kommen hier vorwärts. Das ist nicht schlecht. Wir kommen vorwärts. Bingo. So, wie viel Platz haben wir denn nach hinten? Ah ja, es geht schon. Sehr schön. Macht es natürlich einfacher, wenn wir hier aus der Perspektive arbeiten. So, und das macht es natürlich auch einfacher, solange wir noch hier jede Menge Material haben, müssen wir nicht am Boden lang kratzen. So, Dele. Dann schmeißen wir nochmal eine Schaufel rein und dann verschaffen wir uns nochmal kurz einen Überblick hier zum Ende der Folge. Okay, Augenblick. Was haben wir jetzt drin? 51, sehr schön. Und jetzt schaue ich gerade nochmal, was haben wir denn jetzt da oben im Fermenter-Silo? Oder Fermentier-Silo, wie man auch immer das aussprechen möchte. Silageproduktion, so kann man es natürlich auch sagen. Also, Gras ist weg. Wir haben noch 87.000 Stroh. Häckselgut ist ja so gut wie durch, sehe ich gerade. Okay, 192.000 haben wir da drin. Aber mir fällt ein, wir haben natürlich auch noch woanders. Müsste noch Silage sein. Also 192.000 plus die Bunker. Da sind wir dann irgendwo bei 400.000, denke ich mal 500.000. So, hier beim Futtermischer, da müsste doch auch noch mehr Material drin sein. Genau, 75.000, das brauchen wir aber hier für die Produktion. Misch- und Schweineration. Wunderbar, Freunde. Das soll es wieder mal gewesen sein hier von der wunderschönen Galgenberg, wo wir jetzt hier voll in der Action sind, wo wir jetzt praktisch wirklich im Geld verdienen sind. Das, was wir das ganze Jahr über hier gearbeitet haben, muss ich jetzt langsam auszahlen, damit wir wirklich wieder für das nächste Jahr genügend Geld in unserer Geldbörse haben. Jo, also es geht weiter auf der Galgenberg und ich freue mich, wenn ihr demnächst wieder mit dabei seid. Ich sage Dankeschön fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und wie immer, tschüss, ciao, cheerio, euer Badenfarmer.